Guten Morgen, ihr Lieben. Wir stürzen uns für euch heute hier in die Kissen und machen uns richtig gemütlich. Wir gehen gar nicht raus heute aus unserem Channel 21 Bett hier bei Guten Morgen Channel 21. Und es gibt nicht nur ein wunderbares Kissen von Fjodor zu gewinnen heute bei uns, sondern ich glaube, wir müssen uns auch noch einem spannenden Quiz stellen gleich, ich oder? Auch. Ich freue mich schon. Insofern, wir machen jetzt eine Kissenschlacht und warten auf euch. Bis gleich. Schon 8 Uhr? 8 Uhr, guten Morgen hat angefangen. Ihr seid schon alle da. Ja, guten Morgen. Wir sagen herzlich guten Morgen, Channel 21. Natürlich bei uns heute direkt mal gemütlich aus unserer Bettenwelt von Fjodor, nämlich hier bei uns schon im perfekt passenden Set. Und ich muss sagen, es ist so gemütlich, Daniela. Es ist schön, mal mit dir so hier wach zu werden. Ja, finde ich auch. Finde es auch total gemütlich. Also so kann man sich doch gut gehen lassen. Arbeiten und das im Bett. Arbeiten und das im Bett, natürlich mit Homeoffice, das kennen wir sowieso schon die ganze Zeit. Und wie ihr vor allem euch es zu Hause noch viel gemütlicher in eurem Bett machen könnt. Und vor allem, wie ihr auch richtig gut schlafen lernen könnt, nämlich mit der richtigen Bettwäsche. Darüber sprechen wir heute bei uns bei Guten Morgen Channel 21, denn dafür sind wir bei, oder für euch, nämlich hier bei Channel 21 da. Bei Guten Morgen, da probieren wir mal alles mal aus und gucken mal richtig, Daniela und ich, was so dahinter steckt, hinter unseren ganzen Marken und nehmen euch da natürlich auch so ein bisschen mit. Daniela, was hast du zu Hause tatsächlich für eine Bettwäsche? In was schläfst du? Daune, Mikrofaser, was ist dein Ding? Wo bettest du dich abends? Also ich muss ehrlich zugeben, so ganz genau weiß ich das gar nicht. Ich glaube, ich habe so ein Mikrofaser-Ding, aber ich glaube auch nicht so eine gute. Ich habe aber eine, die hat so zwei Teile, die man so aneinander machen kann im Winter, weil ich friere nämlich immer total schnell. Und wenn es dann warm wird im Sommer, dann mache ich die auseinander. Aber ich muss sagen, seitdem wir uns hier ein bisschen mit diesem Thema beschäftigen und auch diese Daunenkissen uns genauer angucken und Daunendecken, also es ist schon, glaube ich, ein anderes Gefühl, da drin zu schlafen. Das ist ein ganz anderes Gefühl und vor allem finde ich, man merkt das immer so richtig, was im Schlaf alles passiert, wenn man mal nachts falsch geschlafen hat. Und ich habe einen kleinen Welpen zu Hause, den Bruno, den bringe ich euch vielleicht auch bald mal mit. Und mit dem bin ich nämlich auf dem Sofa eingeschlafen. Ich weiß, soll man mal nicht machen. Ich trage ihn eigentlich auch mal zurück in sein Körbchen. Und da bin ich so total, also so schräg irgendwie hängend mit ihm eingepennt. Und wenn man dann morgens aufsteht und da merkt man nämlich so richtig, wenn man verspannt geschlafen hat, wie schlecht es einem geht. Und das passiert euch überhaupt nicht, wenn ihr diese coolen Kissen habt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte super gerne diese Fjodor-Sendung hier oder so eine Fjodor-Guten-Morgen-Sendung mal machen. Ich habe nämlich direkt vor der ersten Ausstrahlung die Probesendung mir angeguckt mit Andrea. Und ich fand es so überzeugend und so toll, wie diese Kissen nämlich verarbeitet sind, dass ich direkt genau ein Kissen und eine Kassettendecke für meinen Sohn bestellt habe. Und der schläft seitdem wie auf Wolken. Seitdem schläft er nicht nur bis 11, seitdem schläft er noch bis 13 Uhr am Wochenende, weil es einfach so gemütlich ist. Und das Tolle ist, und deswegen, das muss ich euch gleich mal sagen, wir haben nämlich einen wunderbaren Gewinn heute für euch. Eine ein ganz tolles Kopfkissen. Und zwar ein 40x80. Das ist nicht das, was ich jetzt hier habe für euch, sondern es ist so ein bisschen schmaleres. Das könnt ihr heute gewinnen. Und was daran so toll ist, verrate ich euch gleich. Aber Daniela verrät euch erstmal, wie ihr bei dem Gewinnspiel heute mitmachen könnt. Genau, wir haben heute nämlich einen ganz besonderen Tag. Heute ist nämlich Tag der Komplimente. Wie schön ist das denn? Und wir haben ja hier schon mal so was Ähnliches gemacht und das fanden wir so toll, weil das euch auch bei euch so guten Anklang gefunden hat. Und wir möchten, dass ihr einfach heute mal einen ganz lieben Menschen unten in den Kommentaren markiert und ihm doch einfach mal ein Kompliment macht. Das fanden wir nämlich so schön. Das hat uns so bereichert in unseren Kommentaren, als ihr letztes Mal erzählt habt, was ihr an euch selber so gerne mögt. Und jetzt machen wir einfach mal einem anderen Menschen Kompliment. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Gewinnspielteilnahme. Und insofern hoffe ich, dass ihr jetzt schon ganz, ganz fleißig unten reinschreibt. Ich muss erstmal mein Kompliment an dich, Daniela. Mir macht das ganz viel Spaß, mit dir zu arbeiten. Oh, danke. Nicht nur mal hier vor der Kamera, auch hinter der Kamera. Wir sind ja auch immer, schreiben uns mal ganz viel WhatsApp, SMS. Und das ist mit Daniela immer sehr, sehr lustig. Und ich finde, wir haben letzten Sonntagabend, glaube ich, war das. Haben wir noch so gelacht, weil wir über eine Sache irgendwie ein bisschen diskutiert haben. Ich glaube, wir dürfen das jetzt hier nicht unbedingt aussprechen, weil es ging irgendwie um ein Schimpfwort und wir wussten nicht genau, welches das ist. Und ich musste so lachen. So Friseurläden. Das war sehr, sehr lustig. Ich war wirklich sehr darüber amüsiert. Insofern, das nochmal an dich schon mal heute als Kompliment. Danke. Wirklich eine ganz, ganz tolle Mitarbeiterin und Zwischenfreundin hier geworden.
bei euch das Besondere, und das finde ich ganz, ganz toll bei diesen Kopfkissen ist und auch bei dem, was ihr nach Hause bekommt, ist eben Otto Keller. Und eben hier Fjodo gibt es ja seit 70 Jahren. Ja? Diese ganzen Kissen werden wirklich von der Daune, von der Füllung bis zur Verarbeitung bei Münster hergestellt, aus einer Hand. Und das Tolle ist eben, dass ihr diese verschiedenen Kammern hier innen drin habt. Und das macht es nämlich, dass ihr habt innen drin einen ganz, ganz wirklich festen Kern, ja, der in der Mitte ist, in einer Kammer. Das macht, dass wenn ihr schlaft, dass eure Wirbelsäule gestützt wird, wirklich ein bisschen gehalten wird. Und außenrum habt ihr eine etwas leichtere Füllung, ja, insofern, dass ihr da ganz, ganz leicht aufgefangen und gebettet werdet. Das ist super, super wichtig, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt von zu Hause. Ich habe auch mein Kissen, bevor ich mir nämlich ein neues jetzt hier gegönnt habe, war einfach nur noch so eine flache, ausgelutschte Matte, die einfach durch viel Waschen und so weiter so wirklich komplett zertrudelt war. Das ist ganz, ganz wirklich nicht gut. Ihr seht das ja aber hier, was ihr hier wirklich habt und wie gefüllt das ist. Schaut euch das mal an. Und das ist ein Stand, der ist unglaublich, ja, der vergeht auch nicht, sondern der bleibt. Und wir haben uns schon eben drüber unterhalten, Daniela, wir haben ja auch die Kassettendecke hier vorne liegen. Ja. Da ist richtig was drin, oder? 1000, ich glaube 80 Gramm Down, das ist schon wirklich Wahnsinn. Ich finde, man sieht sowohl an der Decke als auch am Kissen, dass da wirklich viele Daunen drin sind. Es sieht schon danach aus, als könnte man wie auf Federn schlafen, finde ich. Ja, und das ist ja auch das Wichtige, das sagst du auch ja gerade schon richtig, dieses wie auf Federn schlafen. Das Tolle an der Daune ist ja auch und an der Naturdaune, dass sie einfach ja, so eine Naturregulierung hat. Ne? Also Feuchtigkeit wird einfach dadurch eben gut reguliert, ihr schwitzt da drin nicht, aber es hält euch einfach ganz, ganz wunderbar warm und hat eben eine tolle Wärmezufuhr für euch und schützt und kuschelt euch einfach nachts schön ein. Finde ich ganz toll. Ich freue mich aber heute ganz besonders auch, dass ich euch einen ganz besonderen Gast vorstellen darf. Sie ist nämlich auch ganz neu bei uns bei Channel 21 hier hinter den Kulissen und managt hier quasi alles, was drumherum um diese Sendung passiert. Sie plant die Sendung mit und ich glaube, Daniela, sie hat ein kleines Schlafquiz vor uns vorbereitet. Ich glaube auch. Sie wird uns ein bisschen fördern und fordern gleich. Mal gucken, wir sind gespannt, was für Fragen kommen. Herzlich willkommen, Naomi. Schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch. Ja, wie schön. Danke, dass du gekommen bist zu uns in die Sendung. Ich weiß auch, du warst erst ein bisschen scheu. Alle wollen nicht immer unbedingt direkt vor die Kamera. Stell dich doch mal kurz vor. Seit wann bist du da und was hast du vorher gemacht? Wie gefällt es dir hier bei uns? Oh Gott. Also, ja, hi, ich bin Naomi. Ich bin jetzt auch endlich zum Glück Teil des Channel 21-Teams. Ich unterstütze das Team in der Social-Media-Redaktion und habe vorher auch Ausbildung zur Mediengestalterin, Studium zu Medienmanagement und ja, gibt es noch ganz viel, aber tut jetzt nichts zur Sache. Ich finde das total interessant. Nein, das ist schön. Ja, und ich freue mich jetzt eigentlich, euch mal ein bisschen auszufragen, wenn ich darf. Und zwar haben wir ein kleines Schlafquiz vorbereitet, wie ihr ja schon gesagt habt. Ich werde euch jetzt 5 Fragen stellen. Und also zum rund um Thema Schlaf und schauen wir einfach mal, ne? Gebt ihr mir gleich eine Antwort. Also, die erste Frage, wo liegt der Weltrekord beim Wachbleiben? Also nicht beim Schlafen, sondern wie lange ist eine Person am Stück wach geblieben? Was glaubt ihr? Bestimmt so eine ganz verrückte Zahl. Ich würde jetzt sagen, länger als 24 Stunden kann man ja kaum wach bleiben. Wenn man mal weiter reist, dann dreht man ja schon durch, wenn man so lange wach ist. Aber ich sag, ich war schon manchmal mehr als 24 Stunden feiern. Also, die 24 Stunden habe ich auch schon ehrlich? Geschafft. Nicht nur beim Reisen. Ne? Heu außer Regie auch, sagt er mir gerade. Also, oh Gott, was würde ich sagen? Es gibt doch auch so tolle Filme und so Bücher, ne? 7 Tage wach und so. Ich kenne nur den Horrorfilm. Ist so ein Horrorfilm? Ich sag 3 Tage. Ich glaube, länger hält man es nicht aus. 3 Tage sagst du? Ich sag 7 Tage. 7 Tage? Okay, laut Guinness Buch der Rekord. Ach, was ich vergessen hatte zu sagen. Die Person, die näher an dem Ergebnis dran liegt, bekommt einen Punkt. Und die Gewinnerin darf dann am Ende den Gewinner von letzter Woche ziehen. Ah, das ist richtig anstrengend. Wir dürfen ja sonst nie Glücksfee spielen. Na, deshalb. Ist auch gut. Okay, also 3 Tage und 7 Tage. Die richtige Antwort ist tatsächlich, sind 266 Stunden. Laut Guinness Buch der Rekorde blieb der Brite Tony Wright ungefähr 11 Tage wach. Oh Gott. Yes! Cool. Sehr cool. Okay. Somit geht der erste Punkt an Lisa. Ich habe die ganze Zeit schon wieder 266 Tage. Also ein Jahr wach. Das geht doch nicht ohne Zusatzstoffe. Nee, nicht ganz ein Jahr. Okay. Ach, Wahnsinn. Gut, zur nächsten Frage. Jetzt quasi
andersrum, wo liegt der deutsche Rekord im Langschlafen? Oh, das ist, ich find's schwierig. Zählt das auch, manche Leute haben doch so eine Schlafkrankheit, die schlafen immer. Echt? Ja, habe ich irgendwie mal eine Doku drüber gesehen. Ich glaube, das ist aber gar nicht so lustig, wenn man so eine Schlafkrankheit hat. Ich sage 48 Stunden. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kann nicht länger als 10 Stunden schlafen, wache ich auch. Ich würde sagen 24 Stunden. Okay, 24 Stunden und du sagst 48. Ein Hagener hält den Rekord im Langschlafen mit 38 Stunden und 35 Minuten. Ich glaube, du hast gewonnen. Ich glaube auch. 38 Stunden am Stück schlafen. 38 Stunden am Stück. Danach müsste man erholt sein. Ey, das sage ich dir. Ich würde es nicht schaffen. Ich auch nicht. Den hat bestimmt immer zwischendurch einer wieder runtergedrückt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen zu Hause? Wie lange habt ihr mal so am längsten geschlafen? Schreibt uns das doch mal. Würde mich auch interessieren, oder? Ja, mich auch. Also länger als, also hinter der Woche schlafe ich echt wenig, 6 Stunden vielleicht. Ich schlafe auch nur 5 Stunden. Am Wochenende mal, wenn man richtig müde ist, vielleicht 9. Es sei denn, ihr habt natürlich von Otto Keller von Fjodor so ein wunderschönes Kissen. Dann, da schlaft ihr auch ganz bestimmt mal 24 Stunden drin. Oder so ein ganzes Wochenende kann man da einfach drin verbringen und sich reinkuscheln. Das ist überhaupt kein Problem, ne? Also die sind wirklich, aber ich bin jetzt neugierig. Ich will unbedingt nachher Kommen wir mal zur dritten Frage. Und zwar, rund 80 Jahre werden wir ja in etwa alt. Was meint ihr, wie viele Jahre davon verbringen wir mit Schlafen und wie viele Jahre davon träumen wir? Das ist quasi so eine Doppelfrage. Wie viele Jahre schlafen wir davon? Also, wenn ich 5 Stunden von 24 ist ungefähr ein Fünftel bei mir, 80. Okay, ich sage 30 Jahre schlafen. 30 Jahre schlafen. Und wie viel davon träumst du? 10. Oh nee, okay. Das ist auf 80 Jahre. Das ich ist irgendwie 20 das. 20 Jahre schlafen und 5 Jahre träumen. 20 Jahre 5 und 30 und 10. Wir sind bestimmt voll falsch, ne? Geht tatsächlich, geht? Ja. Durchschnittlich 24 Jahre schlafen wir und 4 davon träumen wir. Luisa. Also Luisa, gut. Ich habe gestern Nacht auch wieder richtig viel geträumt. Oh, ich habe auch geträumt, aber irgendein Schwachsinn. Ja, Daniela, ne? Du musst jetzt auch Ich habe nur einen Punkt bisher. Ja, ich streng mich jetzt an. Okay, nächste Frage. Na gut, die vierte Frage. Wie oft wacht wohl ein Mensch im Durchschnitt nachts auf? Also wenn wir schlafen, wie oft wir in dieser Schlafphase aufwachen? So richtig aufwachen? Ich gar nicht, schlafe nicht rein. Nee, also nicht, dass man sich daran erinnert. Ach so. Ah. Aber da gibt es auch diese aber bestimmt, man hat doch diese Schlafrhythmen, Rapid, ne? Rapid Eye Movement, ja. REM-Effekt-Geschichte. Ach, ich sag, man wacht 5-mal auf. Ich sag 3-mal. 5 und 3-mal, okay. Durchschnittlich... Daniela, ich glaube, du kriegst jetzt den ersten Punkt. Durchschnittlich. Das ist schon der zweite. Ach so, der zweite. Die erste Frage hatte ich auch richtig. Dann durchschnittlich 25 Mal werden wir nachts wach. Aber wir können uns selten oder auch gar nicht daran erinnern. Also wenn, dann merken wir das erst, dass wir wach sind, wenn diese Wachphase ein paar Minuten anhält. 25 Mal? 25 Mal. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Das ist so häufig. Ich hoffe, dann rede ich nicht. Was man sonst erzählt. Musst du mal deinen Mann fragen, der wird das doch vielleicht wissen. Letztens habe ich nachts wieder ganz laut geschrien, aber das ist immer, wenn ich weglaufe im Schlaf, das kennt ihr vielleicht auch zu Hause, wenn man für irgendwas wegläuft oder fliehen möchte, möchte aufwachen aus dem Traum, dann versuche ich immer zu schreien dem Traum. Aber man kann ja im Traum nicht schreien. Aber ich habe es irgendwo in der Realität anscheinend geschafft. Also dein armer Mann. Ja, der macht einiges mit. So ist das halt leider bei uns. Ne? Aber wer weiß, Luisa, vielleicht machst du ja auch ein bisschen was mit ihm mit. Und zwar, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Es wird jetzt übrigens spannend. Es steht 2-2 und letzte Frage. Oh, Stichfrage. Also Stichfrage. Okay, spannend. Wie laut ist das lauteste Schnarchen? Also mein Vater schnarcht durchs ganze Haus bei meinen Eltern. Ja, mein Opa auch. In was wird das jetzt gemessen? In Dezibel, ja. Oh, da bin ich ganz schlecht, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man mit Dezibel rechnet. Ich auch nicht. Ich sag 100. Ich habe keine Ahnung, wie man das 100. rechnet. Okay. Ich glaube, da können manche Leute schnarchen richtig laut. Ne? Ich sag mal 280. Okay. Uli, was für ein Schlackerst du so mit den Ohren? Wie laut ist ein Düsenjet? Was ist ein Düsenjet? 120 mal
Was in diesem Jet ist 130? Oh, okay, dann. Ungefähr. Okay, wir sind gespannt. Jetzt wird's auch spannend. Der Weltrekord im Schnarchen liegt bei einer Lautstärke von 92 Dezibel. Und das entspricht aber in etwa, falls man sich das mal vorstellen möchte, das entspricht in etwa der Lautstärke, die ein Presslufthammer verursacht. Also ich glaube, da kann dein Vater und mein Opa nicht mithalten. Ich glaube auch nicht. Aber, und als kleiner Funfact nebenbei, die Ehefrau des Rekordhalters soll auf einem Ohr taub sein. Oh, inzwischen vielleicht auf beiden. Wenn einer jede Nacht mit 92 Dezibel neben dir schnarcht, ich wäre geschieden schon. Was machst du denn, wenn dein Freund nachts schnarcht? Ja, ich kann das gar nicht ab. Ich bin so eine ruhige Schläferin. Ich schlafe ein, ich drehe mich nicht und gar nichts. Und ich hasse Störungen beim Schnarchen. Also es wird dann handgreiflich. Ich versuche tatsächlich immer, ihn umzudrehen, was aber auch nicht so gut klappt. Aber unsere Kissen von Fjodo sind auch atmungsaktiv. Die könnt ihr auch einfach drauflegen. Ne, ist kein Problem. Ja. Stinkt nicht, aber vielleicht hört ihr dann auch ein bisschen Dezibel weniger dadurch. Ne? Aber Schnarchen ist wirklich schlimm. Finde ich auch. Schnarchst du? Nein, jetzt darfst du. Ja, ich schnarche auch. Aber deswegen wache ich ja auch nie auf. Jedenfalls kann ich mir nichts erinnern. Ne? Wenn ich einmal schlafe, dann bin ich weg. Ne? Ich schlafe nur 5 Stunden, die muss ich dann auch tief schlafen. Dann ist das ja auch nur 5 Stunden schnarchen, das ist dann nicht so schlimm. Du das ziehen. Ja, das erste Mal darf ich ziehen. Nee. Was ziehen wir eigentlich letzte Woche? Wir ziehen Ogima Pro Fettstoffwechsel. Fettstoffwechselkapseln. Und zwar für Frank Böß. The Frank, wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg mit den Fettstoffwechselkapseln. Du hast das bestimmt überhaupt gar nicht nötig, aber wir freuen uns trotzdem, dass du gewonnen hast. Und du bekommst natürlich nicht nur die Fettstoffwechselkapseln nach Hause, sondern auch wie immer eine ganz wunderbare Channel 21 Tasse. Da wir heute Tag des Komplimentes haben, muss ich dir auch noch mal sagen, du hast einen richtig schönen Schlafanzug dir ausgesucht. Ja, ne? Monaco Blue Weekend. Ich finde, wenn man damit morgens, aber da kann man auch nur gut träumen eigentlich. Ich glaube, es ist auch eher so ein Hausanzug, aber ich finde den so schön. Dann sieht man auch, dann kann man auch zu Hause mal so ein bisschen den Gammel-Look machen und dann sieht man ja gar nicht gammelig aus. Also das finde ich auch immer wichtig. Ich finde es wunderschön. Und die Hose hat das hier auch drauf. Kann man das jetzt überhaupt sehen hier? Das sieht man total gut und vor allem sieht das so ein bisschen irisierend aus im Fernsehen. Das ist gar nicht so, man sieht nicht nur hauptsächlich die Paillette, sondern es ist so ein bisschen so ein übergehendes Ding. Also, wenn ihr auch noch die passende Klamotte für zu Hause zum Wohlfühlen sucht, schaut bitte immer mal wieder rein bei uns bei channel21.de, auch bei uns im Online-Shop. Ich bin ja einfach komplett der Fan von unserem Peggy Bundy Look geworden. Ich hatte ja letztes Mal schon hier unsere pinke Variante an. Und ich liebe diese flauschigen, ich sag mal fast sowieso Plüschbademäntel. Die sind nämlich so, so kuschelig weich. Und da braucht ihr tatsächlich unten drunter gar nicht mehr viel. Ich habe mir einfach nur, ich lasse euch mal so einen Blick werfen. Ich habe einfach nur vom Pure Shape hier mir so einen schönen Body drunter gezogen. Die braucht ihr gar nicht mehr ausziehen. Könnt ihr wirklich den ganzen Tag drin verbringen und euch mal so ein richtig verkuscheltes Wochenende im Bett machen. Naomi, du hast immer unsere Zeit im Blick. Sind wir noch immer ganz gut oder sind wir schon wieder hier so im Endspurt? Ich glaube, wir müssen uns so langsam verabschieden. Leider, aber ich möchte aber noch gar nicht gehen. Es ist so gemütlich, ne? Wir können ja auch einfach hier noch ein bisschen sitzen bleiben. Wir kuscheln uns hier gleich noch ein bisschen ein. Und ich habe mir auch gedacht, Daniela, ich lese dir gleich noch mal ein bisschen was aus unserem Sarah Kern und ihrer Biografie vor. Die gibt es ja bei uns auch im Online-Shop. Du sagst jetzt einfach mal Stopp und wir gucken mal, bei welcher Geschichte wir bleiben. Okay, Stopp. Aber auch jenseits unseres Hauses und unserer Gästeschar stolperte man über Prominenz. Da stand ich auf meinen Fahrten im Jeep auch schon mal an der Ampel neben Brad Pitt und Jennifer Aniston, die im Wagen zu meiner Linken verliebt knutschten. Oh, das scheint aber hier richtig abzugehen. Da lesen wir uns jetzt gleich mal ein bisschen weiter noch rein und vertiefen uns. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn unsere nächste Fjodor-Sendung ist, es ist wirklich ein ganz, ganz toller Experte auch mal mit dabei, der euch das ganz toll erklärt. Nicht nur, warum wir eben diese ganz, ganz wunderbaren 100% Baumwollbezüge auch haben außenrum, sondern warum die eben die Kammersysteme so toll sind und ihr ganz, ganz langlebig hier eine wunderbare Qualität nach Hause kommt, die überhaupt gar nicht teuer ist. Insofern, ich freue mich drauf, jetzt hier noch ein bisschen abzutauchen, ein bisschen rumzugammeln. Ich auch. Wir machen es uns auch richtig gemütlich jetzt. Genau. Genießen unseren Sonntag hier noch ein bisschen und das wünschen wir euch auch.
Vielen Dank, Naemi, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst jetzt öfter mal hier rein. Das hat Spaß gemacht. Ja, schauen wir mal. Vielen Dank euch. Und jetzt kuscheln wir uns ein. Macht's euch gemütlich, ihr Lieben, zu Hause. Tschüss. Ciao.